Du, da vorne, ne, der war, stand da irgendwo am Stehtisch. Ich sag, komm. Der so, ich? Ich so, ja, du. Ich muss es gucken, dass ich euch das genau erkläre, weil es gibt zwei, drei Sparten von Männern, von Mittel und Wege zum Ziel zu kommen. Zusammen, schön, dass ihr eingeklickt habt. Willkommen zum nächsten Teil der Nachtleben-Reihe. Ja, das letzte Video hat euch ja wieder gut gefallen. Das freut mich total. Danke für eure positiven Beiträge und eure ganzen Kommentare. Es macht mich total happy und ich freue mich, dass wir auch endlich die 21.000 gereached haben, also über die 20.000. Es ist Wahnsinn. Das hätte ich mir auch niemals wirklich nicht erträumt. Wirklich nicht. Dass wir auch nur an ja eigentlich 10.000 werden, aber 20, über 20.000, das ist schon geil. Und ich bin froh und bin total stolz, dass ihr ein Teil meiner Community seid. Und ich habe so geile Leute in meiner Community, wirklich coole. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid und ihr Teil von uns werden wollt, dann müsst ihr einfach nur den Kanal abonnieren und gerne auch mich auf Snapchat oder auf Instagram, mir auf Instagram folgen. Auf Snapchat zeige ich immer so, zeige ich eigentlich relativ viel, viel Privates. Und ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann einfach, ich blende euch das alles, glaube ich, hier ein. Dann einfach anklicken und folgen. Ja, heute geht es darum, ihr wolltet ganz, ganz viel wissen. Ja, was ist denn nun die Masche gewesen im Dollhaus? Was ist denn nun, wie hast du das gemacht? Du sagst ja ganz oft, Yvonne, du sagst ganz oft, Männer sind einfach gestrickt. Wie war die Taktik? Und wende ich die im Privatleben an? Wenn ihr das wissen wollt und was meine Meinung dazu ist, dann bleibt dran. Und zwar gibt es eigentlich nicht die eine Methode, die eine wahre Methode, weil es ist nun mal so, ja, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch denkt anders. Ich rede oder ich erzähle euch Dinge von der Allgemeinheit, von meinen Erfahrungen, wie man letztendlich das Geld verdienen konnte oder auch im Privaten. Das Ding ist, dass die oberste Regel war, und das habe ich leider am eigenen Leib erfahren. Ich war immer noch schüchtern, auch wo ich im Dollhaus angefangen habe. Ich war immer noch schüchtern. Ich wusste, ich bin hübsch, ich wusste, ich habe eine gute Figur, ja, aber reicht das? Ja, weil man denkt ja, es gibt immer hübschere, es gibt immer geilere oder bessere. Und egal, ob es dann im Privatleben ist oder ob es beim Job ist, man denkt ja, wenn die hier arbeitet heute, verdiene ich nichts. Oder wenn ich mit meinem Freund am Strand gehe und da kommt eine Geile, der guckt die an oder der will die haben. Viele fragen mich auch, Yvonne, warum bist du nicht so eifersüchtig? Ich bin eifersüchtig. Was mir ist, ist mir. Aber ich bin nicht eifersüchtig, wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund in einen Stripclub gehe oder in, oder weiß ich nicht, wenn er Filme guckt, FSK 18 Filme gucken möchte. Soll er machen, kann er machen. Mit anderen Frauen sich das anguckt, also bei anderen Frauen anguckt. Das ist ja gucken. Das heißt ja nicht, dass er sie definitiv bespringen möchte oder definitiv heiraten möchte, fremdgehen möchte. Das habe ich alles in der Donnerschule gelernt. Dieses eigene Ego wegzupacken. Denn wenn man so eifersüchtig ist, dass der Freund noch nicht mal gucken darf, dann stimmt das bei einem selber nicht. Und das habe ich, also, ne, das ist meine Erfahrung, das habe ich kennengelernt. Denn es war so, dass ich am Anfang auch total schüchtern war. Und im Dorf gibt es eine Regel, wenn die Gäste reinkommen, die ersten 10, 15 Minuten darf man nicht hingehen zum Tisch, um sie zu fragen, habt ihr Lust auf einen Table Dance? Denn die Gäste müssen sich erstmal zurechtfinden und erstmal alle Frauen angucken, denn vielleicht wollen sie ja nicht die Erstbeste, sondern haben einen anderen Geschmack. Das Ziel ist es letztendlich aber, zu den Tischen zu gehen, zu den Gästen zu gehen und zu fragen, weil viele sind schüchtern. 70% der Gäste, die reinkamen, ob Mann oder Frau, sind oder waren schüchtern. Die hätten sich niemals getraut, zu einer unserer Tänzerinnen zu gehen, habt ihr Lust für uns zu tanzen? Ja, und deswegen ist es letztendlich die Aufgabe der Tänzerin, die Gäste, egal ob Mann oder Frau, nach einem Table Dance zu fragen. Am Anfang, wo ich schüchtern war, habe ich nicht viel verdient. Ja, und mein Chef damals auch so, ja, Yvonne, du gehst einfach nicht zu den Gästen hin. Du tust nicht genug. Ich habe gesagt, ja, ich traue mich das nicht. Ne? Und er so, du bist hübsch, du bist schön, du kannst gut tanzen, geh doch hin. Wovor hast du Angst? Vor einem Korb. Man hat ja Angst, abgewiesen zu werden. Und wo ist das bitte noch klarer oder krasser als in so einem Etablissement
vors Gesicht geklatscht zu bekommen. Denn du musst ja fragen, sonst verdienst du kein Geld und sonst bist du umsonst da letztendlich. Also du willst ja Geld verdienen, also musst du fragen. Aber ich sag's euch, auch im Privaten ist es so, dass total viele Männer nicht Frauen ansprechen, weil sie zu schüchtern sind. Nicht, weil sie eingebildet und arrogant sind, sondern weil sie zu schüchtern sind. Ich muss es gucken, dass ich euch das genau erkläre, weil es gibt 2, 3 Sparten von Männern, von Mittel und Wege zum Ziel zu kommen. Gehen wir erstmal davon aus, der Mann ist schüchtern. So. Und so war das ja vor allem im Dollhaus, ne? Weil ist natürlich klar, ein riesen Palast, Etablissement, 10, 15 Frauen, alle eine schöner wie die andere. Oh mein Gott, ich traue mich nicht, die zu fragen. Das ist natürlich, vor allem wenn du kein Stammgast bist oder so, der einfach nur mal da ist, um sich das anzugucken, die trauen sich nicht. So. Ich war immer schüchtern und ich konnte diese Überwindung zu Gästen zu gehen, das war für mich eine Katastrophe. Ich hatte so wenig Selbstbewusstsein, obwohl ich mich entschieden habe, ja, im Dollhaus zu tanzen, war ich trotzdem schüchtern. Da gab es eine Frau im Laden, das ist überall in jedem Club so, gibt es 1, 2 Frauen, denen ist das scheißegal. Die haben so ein Selbstbewusstsein und man vergleicht sich mit denen und denkt sich, aber die ist nicht hübscher als ich, ganz im Gegenteil. Die sieht sogar schlechter aus als ich und die verdient eine Kohle, ja, wo ich mir dachte, die hat am Abend zwischen 700 und 1000 Euro verdient, wo ich mir dachte, was macht die oder was hat die, was ich nicht habe? Ja, die kann nicht besser tanzen als ich. Ich bin viel gelenkiger. Die hat keine größeren Brüste als ich. Na, daran kann es auch nicht liegen. Die hat kurze Haare. Kann es auch nicht liegen. Die hat keine Lippen. Die hatte nichts Besonderes. Die war sogar 10 Jahre älter als ich damals. War 34, 35. Ja. Und da war ich junges Küken. Und dachte mir so, was zum Teufel? Die hat auch nicht bessere Kostüme oder so. Nichts. Die ging einfach zu jedem Tisch, zu jedem Gast, wie selbstverständlich, Fließband. Einfach immer hin und ich habe versucht, mir die Taktik abzugucken, was sie da macht. Ne? Die hat aber gesagt, na, habt ihr Lust auf einen Table Dance? Und grinste einfach nur doof. Ey, und die Gäste haben eigentlich immer ja gesagt. 95% von am Abend von 20 Table Dance, die hatte, waren eigentlich 20 davon von ihr selber animiert, also hat sie selber bekommen, ohne dass der Gast zu ihr ging. Wenn sie am Abend 20 Gäste fragte, haben 18 zugesagt. Trau dich das, habe ich mir gedacht. Yvonne, trau dich doch. Die reißen dir doch nicht den Kopf ab, die Männer. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Die verdient einfach nur Kohle. Ja, dann wuchs ich da so langsam rein mit den Wochen und dachte mir, trau dich. Und habe halt versucht, jede Frau zu analysieren. Und die Männer zu analysieren und letztendlich ist das alles auf einem hinausgewachsen. Männer reagieren positiv auf selbstbewusste Frauen. Wenn ein Mädchen da hinging oder wenn ich unsicher zu einem Gast hinging und zu Gästen hinging, wusste ich, die Chance steht noch nicht mal 50-50, dass die ja sagen, sondern für mich 30% nur, dass die ja sagen. Umso selbstsicherer ich wurde, umso viel selbstverständlicher ich es hielt, dass ich schön bin, dass ich hübsch bin, dass ich attraktiv bin und die Beste bin, die sie da auf dem Tisch tanzen lassen können, umso mehr Ja's habe ich bekommen. Ich habe teilweise in einem Outfit da gefragt, das scheiße aussah, wo ich mir dachte, zu anderen Outfits, boah, das ist geil, damit, das sieht cool aus, damit, ja, kriegst du die Männer rum. Nein. Es ging einzig und allein um die Tatsache, welche Ausstrahlung des Selbstbewusstseins hast du. Und das ist der Schlüssel zum Key gewesen. Also das ist der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Und das habe ich euch auch schon mal in den anderen Videos erzählt über Stardust. Da war ein Mädchen, die sah wirklich nicht hübsch aus. Die war nichts Besonderes, die war das Mädchen von nebenan. Aber wie gesagt, das haben wir immer im Dollhaus gehabt, um den Männern es so einfach wie möglich zu machen, sich auszuselektieren, wenn sie einen bestimmten Typ Frau vom Aussehen her haben. Darauf achten wir natürlich auch. Aber es bringt nichts, wenn du Zwillinge da stehen hast. Du hast Zwillinge, die sehen gleich aus. Nicht eine nicht besser wie die andere. Und die eine ist schüchtern und so unselbstbewusst. Und die andere ist selbstbewusst, freundlich, offenherzig und geht damit schon mit dem Ziel, ja, ich krieg sowieso das, was ich will. Der Gast oder der Mann entscheidet sich für die Selbstbewusste.
die kranken Männer im Privatleben jetzt, die selbst ein Selbstbewusstsein wie ein Turnschuh haben und einen an der Latte haben, die nehmen sich meistens Frauen, die nichts zu sagen haben, die nicht selbstbewusst sind, die klein wie eine Schnecke sind, die alles mit sich machen lassen. Auf solche Frauen stehen Männer. Aber ich sag's euch, nur die Männer, die selbst kein Selbstbewusstsein haben oder die selbst nicht mehr alle Latten am Zaun haben. Ich sag's euch, wie ich ist. Der halbwegs vernünftige Mann und die vernünftigen Männer stehen alle auf selbstbewusste Frauen. Und dabei spielt es keine Rolle, wie die Frau aussah oder aussieht. Fast alle meiner Partner habe ich mir ausgesucht. Ich. Wenn nicht falsch verstehen. Zum Beispiel ein Ex-Freund. Den habe ich, weil er hat mich angeguckt und so und in einem Club, in der Diskothek. Und ich habe gesagt, du. Ja, komm. Ich schwör's euch. Das ist die Wahrheit. Ich habe den Mann angesprochen und gesagt, du, da vorne. Ne, der war, stand da irgendwo am Stehtisch. Ich sag, komm. Der so, ich? Ich so, ja, du. Und dann kam er, ich sag, wie heißt denn du? Und er sagt, ja, so und so. Ich sag, ja, ich heiße so und so. Und er so, hat dann auch gemerkt, so, okay, die ist ja voll cool, die ist ja, voll offen, so freundlich. Und hat mich dann auch gefragt, wo kommst du her, was machst du? Und er so, musst du morgen nicht für aufstehen? Haben wir so kurz erzählt, 5, 6 Sätze. Und dann habe ich ihm gefragt, ich sag, und, wann gehen wir ins Kino? Und er so, Donnerstag? Ich sag, er so, und dann, er so, ja, welche Film? Und dann habe ich direkt online geguckt, im Cinedom in Köln. Ich sag, also, auf was stehst du, auf welche Filme? Er so, ja, alles außer Schnulzen. Ich sag, perfekt, ich auch. Und hab dann rausgesucht. Und dann haben wir uns verabredet für montags, glaube ich, 4, 5 Tage später, als wir da waren, fürs Kino. Es gab nicht für mich die Frage, bin ich überhaupt dein Typ? Bin ich hübsch genug? Bin ich hässlich? Oder so, weil ich bin nicht wow. Das bin ich nicht. Und für meinen Geschmack. Aber wenn ich so tue, als ob, dass ich mich also nicht negativ eingebildet sein, sondern einfach selbstbewusst sein und sich mit sich zufrieden sein, das wirkt auf fast jeden Mann. Und das wirkte eben auch im Dollhaus. Im Dollhaus haben teilweise so welche Granaten, wo ich dachte, ey, Wahnsinn, warum verdient die nicht so viel Geld? Die haben weniger verdient als die selbstbewusst und gar nicht so gut aussah, aber eben einfach wusste, was sie wollte. Und sich das nahm, was sie wollte. Und das ist letztendlich der Schlüssel zum Weg. Und wahrscheinlich habt ihr jetzt auf diese Lösung gewartet. Wie kriegt man Männer rum und so weiter. Freunde, ihr könnt noch so viele Tutorials, Anleitungen gucken. Es ist nur dieses eine, das ist der Schlüssel. Ihr müsst euch selbst toll finden, attraktiv finden, um euch kümmern. Das heißt nicht, dass ihr wie ein Sack aussehen könnt, so richtig scheiße, um euch gehen zu lassen. Ja, wenn man ungepflegt ist. Naja gut, dann darf man sich nicht wundern, wenn man keinen Mann bekommt. Wenn man aber gepflegt ist, sich um sich kümmert, das Beste aus sich macht, weil man sich ja selber liebt. Ja, das kann mir keiner erzählen, wenn man sich selber liebt, dass man nicht das Beste aus sich macht, dass man sich um sich kümmert, sich pflegt und so weiter. Das heißt nicht Schönheits-OPs und so. Nein, ich rede von dem gesunden Maß, von dem gesunden Mittelmaß. Und weil diese Schönheits-OPs, diese ganze krassen, ja, wo man sich wirklich so Lippen macht, wo man sich liften lässt, wo man sich die Nasen machen lässt, Kiefer brechen lässt, wo man alles auf einmal, ja, es gibt da ein paar Exemplare im Fernsehen, große Brüste, einen Hintern. Was soll denn darauf? Das sieht man doch auch sehr unselbstbewusst wie ein Turnschuh. Ja, wenn man ein bisschen seine Schönheit unterstreicht mit ein paar Unterspritzungen oder so, ist das was ganz anderes, wie wenn ich mich komplett ummodellieren lasse, ja, das ist was ganz anderes. Und da wiederum riecht der Mann ja auch schon, ah, da ist eine Unsicherheit, ja. Das turnt Männer auch ab. Milan sieht mich teilweise hier morgens, wie ich aussehe, wie ein Besen sehe ich aus. Ohne Scheiße, ich sehe wie ein Besen aus. So scheiße, ja. Aber gepflegt scheiße. Das ist ja nicht so, dass ich eine Woche nicht geduscht habe, ne? Wisst ihr, was ich meine? Er liebt mich aber trotzdem, weil er weiß, ich stehe 100% zu mir. Und der liebt genau das Starke. Und das mögen einfach die meisten Männer, Mädels. Als ich auf dem Weg zum selbstsicheren, selbstbewussten Mädchen war, habe ich auf der Bühne aber trotzdem 1, 2 Tricks angewendet, die ich auch im Privatleben anwende, in Clubs und Diskotheken, um Männer den Kopf zu verdrehen. Oder Männer zu spielen, zu flirten, ja, Spaß zu haben. Und das habe ich alles mit den Augen gemacht. Männer fahren extrem auf Augen ab.
wenn die Augen leer und tot sind oder wütend sind, unselbstbewusst, unzufrieden sind. Männer müssen was in den Augen sehen können, so wie ihr in die Augen des Mannes was sehen müsst. Das Funkeln, das Lebensbejahende, das Freundliche. Und wenn man dann noch natürlich auf die sexuelle Ebene gehen will, wie im Dollhaus, dass er das Geld da lässt, weil du willst ihn ja, dass er das Geld da lässt, das ist ja eine Form von animieren, ja, dann spielt man natürlich mit dem Blick des freundlichen, offenherzigen, liebevollen mit dem sexy Blick. Den perfekten Augenaufschlag, ja. Ich habe zum Beispiel teilweise, wenn ungefähr 600 Mann waren unten immer an der Bühne verteilt, es gab immer ein paar, die dich extrem toll fanden, wenn du tanzt, ja, oder die dich, boah, die sagten, die dich für mich hypnotisiert haben mit den Augen, ja. Und dann habe ich mir immer so ein paar, also einen rausgepickt bei jeder Runde und habe ihn beim Tanzen permanent angeguckt, nur ihn. Permanent. Und habe ihm das Gefühl gegeben, du bist es. Egal, ob ich jetzt auf der Halle war und da meine Tanzsachen gemacht habe und das immer wieder angeguckt habe, mit einem Grinsen dabei, mit einem leichten Grinsen, dass er wusste, warum grinst du jetzt so? Denkt sie das gleiche, wie ich denke, eventuell? Ja. Und es geht auch im Privatleben, wenn ihr im Club oder Diskothek seid. Wenn ihr selbstbewusst seid und euch liebt und euch toll findet und ihr habt aber trotzdem diesen letzten Hemmungsschritt, dass ihr nicht den Mann ansprechen wollt, könnt, dann kann man das grinsend machen, mit den Augen. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Und das kann man üben. Das kann man trainieren, Freunde. Es ist kein Witz. Ich habe mir da über Jahre ein Spielchen draus gemacht, und um das zu lernen, okay, ne, wer springt drauf an und ab wann? Und die springen alle drauf an. Alle. Alle. Ich sag's euch, ich war so ein schüchternes Mädchen früher, vor allem in der Schulzeit, oh mein Gott. Ja, aber Männer sind einfach gestrickt. Wenn wir uns nicht so viel Gedanken machen würden, wie sehen wir aus? Oder wie könnte er mich finden? Alle springen auf das Gleiche an. Und das ist das Selbstbewusstsein einer Frau. Ich kenne aus dem Nachtleben so viele Frauen, die extrem nicht, die absolut nicht attraktiv sind, aber so hübsche Männer hatten, wo ich mir dachte, was will der hübsche Mann mit der? Was soll das? Warum haben alle geilen Männer so hässliche Frauen? Ja, weil es nicht um Schönheit geht. Was ist denn schön? Das ist relativ. Und das sieht jeder anders. Bei mir dann zum Beispiel, wo ich sage, boah, guck mal, wie geil die aussieht. Guck mal, und er so, nee, hast du mal die Nase gesehen? Und ich so, hä? Wisst ihr, wie ich meine? Oder ich so, boah, Milan, guck mal. Ich so, boah, schöne Haare und die Augen. Und er so, ja, aber guck mal, die Lippen und wie die sich gibt und wie die redet, die Stimme. Und ich so, ja, der sieht das völlig anders. Und das ist das Ding. Hört auf, euch Gedanken zu machen, könnte euch euer Freund fremd gehen oder seid ihr hübsch genug oder hört auf damit. Umso selbstbewusster ihr seid, umso selbstverständlicher ihr das für euch haltet, dass der Mann mit euch zusammen ist, weil ihr seid die Beste, die ihr kriegen kann. Das ist genauso wie im Dollhaus. Ich bin die beste Tänzerin hier, der auf dem Tisch tanzen kann. Umso mehr ihr diese Haltung habt, nicht im Negativen, Freunde, sondern im Gesunden, ja, nicht falsch verstehen. Umso mehr wird der Mann das tun, was ihr euch erhofft, euch wünscht. Ich hoffe, ihr könnt aus diesem Video was lernen. Wie gesagt, es dauert seine Zeit. Ich habe ja auch Jahre gebraucht. Jahre, ja. Es ist ja bis vor ein paar Jahren hatte ich ja auch Ex-Freunde. Oh mein Gott, ja, die waren eine Katastrophe. Aber das lernt man mit den Jahren, sondern danach habe ich gesehen, das Endfazit, es ist alles nur das Selbstbewusstsein gewesen. Und dann frisst euch jeder aus der Hand, sofern ihr natürlich loyal und ehrlich seid. Ihr dürft natürlich nicht dann die Ehrlichkeit dann auch ausnutzen oder euch das zum Spiel machen, zur Manipulation machen. Dann könnt ihr auch gesunde Beziehungen führen oder euch den Mann erobern, den ihr haben wollt. Einzig und allein das Selbstbewusstsein. Wenn ihr zum Beispiel mit einem Mann schreibt, ganz viele schreiben mir Nachrichten, ja, was soll ich tun, soll ich ihm schreiben, er hat sich jetzt noch nicht gemeldet gestern. Ich sage, nein, schreibt ihm doch nicht. Ja, aber nein, warte. Ne? Macht euch nicht so, ich brauche einen Mann, weil ich bin so unselbstbewusst und ich will unbedingt eine Beziehung. Das schreckt Männer alle ab.
Es ist so. Es schreckt ab. Es hat auch einen meiner Ex-Freunde abgeschreckt, weil ich so war. Verlass mich nicht. Oh mein Gott, wenn ich, da könnte ich mir jetzt noch eine Ohrfeige für geben, ja. Aber daraus habe ich gelernt und habe gesehen dann, okay, so funktioniert es nicht. Es funktioniert nur, wenn du leben kannst ohne einen Mann, wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, was du zu bieten hast, wenn du Selbstbewusstsein hast. Dann bekommt ihr all das von einem Mann oder den Mann, den ihr haben wollt. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich möchte das nämlich gerne Folgendes machen. Nächste Woche möchte ich ein Video machen mit all euren Fragen dazu. Ihr könnt mir Fragen stellen zum Thema Dollhaus und ihr könnt mir Fragen stellen zum Thema Männer. Und all das nehme ich dann nächste Woche in das Video mit rein, damit all eure Fragen auch beantwortet werden. Am besten macht ihr das bitte hier unter diesem Video in die Kommentare. Schreibt mir alle Fragen rein, die ihr habt, ja. Und dann werde ich versuchen, so viele wie möglich mit reinzunehmen, nicht nur 3 oder 5. Ich werde ein langes Video machen, um alle Fragen zu beantworten. Ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne. Und freue mich deswegen über einen Daumen hoch, wenn ihr genau so ein Video haben wollt. Ich habe euch ganz doll lieb. Arbeitet an euch selber. Es gibt so viele Videos in meinem Kanal mit Selbsthilfebüchern, wo ihr alles aufarbeiten könnt. Und dann kommt ihr auch zum Ziel, wie ich auch. Es geht. Ja. Ich habe euch lieb. Dann hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao.